Liebe Gäste unseres Vereins und des Themenkreises, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung recht herzlich. Sie haben in den Zeitungen gelesen, worum es heute geht, 90 Jahre Atlantiküberquerung von Europa nach Amerika. Und da freue ich mich ganz besonders, dass unser langjähriges Vereinsmitglied, Gründungsmitglied unseres Vereins, Herr Helmut Erfurt, heute hier dazu den Vortrag hält. Wie der weitere Ablauf ist, haben Sie sicherlich der Presse und den Veröffentlichungen entnommen. Ich darf auch erstmal noch die Gelegenheit nutzen und den Vorsitzenden unseres Themenkreises, Herrn Schmidt, hier recht herzlich zu begrüßen. Ihm haben wir es auch entscheidend mit zu verdanken, ein sehr aktives Mitglied des Vereins, des Themenkreises, dass immer solche interessanten Veranstaltungen ja eigentlich jeden ersten Mittwoch im Monat im Bauhauszimmer stattfinden und heute nun eben hier bei uns im Technikmuseum. Der Film, der dann als eine weitere Tagesposition gezeigt wird, der, sagen wir mal, ist in Zusammenarbeit und mit freundlicher Unterstützung des Kiez-Kinos heute hier dann zu verdanken. Herr Fritsche zeigt gerade, da kommt ein Vertreter des Kiez-Kinos, da werden wir ihn nochmal mit erwähnen. Ich werde nachher kurz vor dem Film noch zwei, drei Worte sagen zu diesem Film, das ist notwendig. Dann wird auch noch nach dem Vortrag von Herrn Erfurt, werden wir einen ganz kurzen Bericht hören über die gestrige Reise einer Vereinsdelegation nach Bremen. Ich denke, da wird der Herr Kori uns dann was dazu sagen. Genau. Und dann machen wir eine kurze Pause und dann ist der Film als solcher, 20 Minuten glaube ich, geht das, oder 25 Minuten, aber ein sehr interessanter, aber da werde ich nachher noch ein paar Worte zu sagen. Ja, dann will ich Sie nicht weiter auf die Folter spannen, sondern würde dann jetzt die Gelegenheit nehmen und Herrn Erfurt bitten um seinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut, wenn da irgendwie was akustisch sein sollte. Ich weiß, wie das ist, ab einem bestimmten Alter. In wenigen Tagen bin ich dann auch die Generation, wo dann die roten Zahlen vorbei sind und dann die Eckigen beginnen. Da muss man sich dann halt doch mal Verständnis für haben. Also einfach melden, spreche ich dann lauter. Zum Vortrag selbst. Ja, der europäische Atlantikflug. Erstmals von Europa über den Atlantik nach Nordamerika. Und es war, man muss sagen, nicht nur eine Sternstunde für die Menschheit, es war auch ein Meilenstein im technischen Sinne. Und wenn Sie rechts mal schauen, 13. April, 18 Uhr, also in einer circa Dreiviertelstunde vor genau 90 Jahren, wären die dann also auf dieser schönen grünen Insel, Green Island, dann gelandet, Neufundland. Und Sie werden dann noch einige Ansichten dazu sehen. Zum Vortrag selbst, ich hatte das seltene Glück, den Vortrag zum 60. Jahrestag zu halten. Das war damals zum Stadtjubiläum, wer sich noch erinnern kann. Wir hatten mal 775 Jahre Dessau. 1988, ganz lang ist das her, tiefste DDR-Zeit. Ich werde auch noch was dazu sagen. Wir waren damals schon aktiv gewesen, um das zu sagen. Und wenn wir die Möglichkeiten damals schon gehabt hätten wie heute, das wäre damals schon ein ganz großer Erfolg geworden. Und dann hatte ich das Glück, zum 70., 75., zum 80. etwas zu sagen, auch zum 85. Und vor 5 Jahren hatten wir das ganz große Glück, den Handelsattaché der amerikanischen Botschaft hier zu haben, die Vertretung, die in Leipzig ist. Und der irische Botschafter war nebst Gattin gewesen, hatte das seltene Glück, da ich den Festvortrag damals auch gehalten habe,
dass er neben mir saß. Er fragte dann so mal ganz nebenbei in einer kleinen Pause, wie haben die sich denn eigentlich da in der Kanzel unterhalten? Sag ich, na, wie sich Piloten halt unterhalten, in Englisch. Und dass ein Flugkapitän wie Hermann Köhl Englisch kann, ist die Grundvoraussetzung eines jeden Piloten, dass man die Konversation auf Englisch hält. Heute auch noch übrigens auch innerhalb Deutschlands spricht man sich in Englisch an. Und dass natürlich ein Freier wie der Baron von Hünefeld mehrere Sprachen kann, ist verständlich. Wenn man bedenkt, ich werde das nachher auch noch entsprechend erwähnen, kurz nach der Landung hat er dann an seine Mutter ein Gedicht geschrieben in Französisch. Das war damals, wie gesagt, dann sicherlich auch üblich gewesen. Wie gesagt, zum Vortrag selbst, vor genau 90 Jahren, 36 Stunden Flug, was das damals doch für eine immense Leistung war. Und ich sag mal, eine Sternstunde. Und man muss sagen, wirklich ein Meilenstein in der Technikgeschichte, den ich Ihnen hautnah wirklich hier erleben lassen möchte. Wir haben technisch gesehen, modernste Technik funktioniert auch nicht ganz. Die Funkverbindung funktioniert nicht ganz rüber. Ich muss also den Herrn, der mich begrüßt hat, immer sagen, wann er das nächste Bild bitte am Laptop drücken kann. Das nächste dann mal bitte. Wenn wir also heute fliegen mit einer Boeing 747-44 von Berlin-Tegel. Der neue Flughafen ist ja noch nicht eröffnet worden, wird sicherlich noch einige Jahre vergehen. Nach Berlin, nach New York fliegen etwa heute 7,5 Stunden mit in einer Höhe von etwa 11.000 Meter und dann versuchen mal von oben die kleine Insel zu sehen. Sie werden sie gar nicht mitbekommen, wo die gelandet sind. Und damit mal vor Augen führen, dass also vor 91 Jahren hier in Dessau der erste Flugversuch von Europa dann nach New York starten sollte. Das ist also um 18.07 Uhr, als die beiden Maschinen damals, das war die Bremen gewesen, W33 war der Typ, darauf werde ich auch noch eingehen, und die Europa, um damit auch zu sagen, der europäische Gedanke, den also Junkers damals stets immer vor Augen hatte, dann leider ist aufgrund der Witterung dieser Flug nicht ganz geglückt. Das Wetter war so fast wie heute typisch April. Vor einer halben Stunde hat es noch geregnet, jetzt haben wir schon wieder Sonnenschein. Damit haben Sie mal, das ist dann die entsprechende Maschine kurz vorm Kennedy Airport in New York. Also sind ungefähr noch 12 Minuten entfernt oben, wenn Sie in der Maschine sitzen würden, bereits im Landeanflug. Das nächste bitte. Ja, und dann haben Sie das mal. Unten links ist die Karte zu sehen, der Kartenausschnitt, die Hermann Köhl und der irische Major Fitzmaurice hatte dann, mit dieser Karte sind sie geflogen und das ist dann nachträglich noch eingezeichnet, Tag, Uhrzeit und auch der kleine Irrflug. Sie sehen die Karte nochmal im Original. Die Karte ist heute noch bei einer kanadischen Familie im Privatbesitz und ich hatte die Möglichkeit, wie gesagt, dann solch entsprechendes Foto zu bekommen. Wenn Sie in der Maschine sitzen, haben Sie dann heute immer Filme, die laufen. Manchmal wird auch der Start und der Landung einer Maschine gezeigt. Und das ist immer der Blick der Mikrokamera aus dem Cockpit raus. Und ich finde das immer bei der Landung oder beim Start sehr angenehm, wenn man das dann sieht, wie die Maschine runtergeht. Es gibt natürlich dann Fluggäste, die wollen das nicht sehen, die schließen einfach die Augen. Ist ja durchaus auch verständlich. Und dann haben Sie dann kurz, wenn Sie, wie gesagt, bereits im Landeanflug sind, mal das Radarbild von oben, wo die Insel ist, wo Sie gelandet sind, selbst auf dem Radarbild. Das ist etwa die Höhe aus 11.000 Meter Höhe, ist das also nicht zu erkennen. Das nächste bitte. Ja, und Atlantiküberquerungen. Viele haben diesen Charles-Lindbergh-Flug in Erinnerung im Mai 1927. Es war der erste Alleinflug und der erste Flug eines Amerikaners, dass im Mai 1919 ein Engländer und ein Ire bereits über Neufundland nach Irland geflogen sind. Das wissen die wenigsten.
Ich habe mal die Maschine mal gezeigt. Das ist eine Vickers Vemi. Und die war natürlich bei den Höhen, die sie geflogen ist, das waren damals Durchschnittshöhen von maximal 3000 Metern gewesen. Meistens ist die Maschine so 70, 80 Meter geflogen. Es gibt auch Briefmarken davon. Da sieht das immer so schön, ich sag mal, liberal aus. Wenn man dann natürlich den tosenden Ozean jener Zeit noch dazu sieht, die April-Mai-Stürme, die ja in der Zeit wie die Herbststürme dann über den Atlantik immer rauschen, wer das mal erlebt hat. Also ich habe Stürme über den Atlantik erlebt auf einer Insel. Und ich muss dazu sagen, das waren die April-Stürme gewesen und die waren recht stürmisch. Und wenn dann die Brandung so 15, 18 Meter hoch an so eine Mole brandet, kann man sich das nicht vorstellen. Ich habe das, wie gesagt, damals sogar mal fotografiert, weil man einfach gesagt hat, man kann sich das nicht vorstellen, wie das dann eben dann auf dem Meer ist und dazu dann noch, ich sag mal, den Gezeiten, den Stürmen dann auch der Wind ausgesetzt. Wie gesagt, das waren die beiden Engländer Alcock und der Ire Brown gewesen, die mit dieser Vickers Vemi in 16 Stunden von St. John's, das ist auf Neufundland, bis Clifton bei Calvay in Irland dann gelandet sind. Sie sind mit der Erdrotation und, das heißt entgegen, und natürlich mit den günstigen Winden. Die Winde sind immer von Ost nach West. Das hat was mit der Erdrotation zu tun. Und das ist natürlich dann positiv, wenn man diese Flugrichtung hat. Umgekehrt ist es problematisch. Davon hat natürlich auch Charles Lindbergh profitiert und hat natürlich den ausgesetzten Preis der 1919 von einer New Yorker Tageszeitung ausgesetzt wurde, immerhin $25.000 gewonnen. Damals stand der Dollar natürlich noch sehr gut da. Das nächste bitte. Übrigens, der Neffe von Charles Lindbergh war mit der Originalmaschine seines Onkels auf der ILA gewesen, 2005, da hatten wir uns dann kennengelernt, würde aber ein gesondertes Thema sein, wenn ich darüber auch berichten würde. In Dessau hat man sich natürlich bereits seit 1919 mit Transatlantikflügen beschäftigt. Das erste, die JG1, der vorletzte Vortrag von Herrn Berger aus Bern, aus der Schweiz, hatte er das mit erwähnt, der Vorläufer eigentlich der Junkers G38. Die Alliierten hatten Protest eingelegt und so musste die bereits fast nahezu fertige Maschine wieder demontiert und verschrottet werden. Verschrotten gab es bei Junkers nicht. Natürlich hat man das wieder für andere Maschinen verwendet, das mal nebenbei. Man hat sich systematisch, wissenschaftlich vorbereitet mit einer Reihe von Experimenten. Bevor ich dazu komme, aber interessanterweise, dann wurde 775 Meter exakt war die erste Betonbahn, auf jeden Fall in Europa. Ich habe in Publikationen gelesen, es wäre die erste weltweit gewesen. Kann ich nicht beweisen. Vielleicht hat es irgendwo in den USA oder in Johannesburg gab es damals noch keine, das weiß ich, oder in Südamerika schon solche Bahnen existiert. Es ist, ich sage auch deshalb, immer als Historiker sollte man exakt sein, eine der frühesten Anlagen dieser Art weltweit, die da angelegt wurden. Unten sieht man dann diese Betonarbeiten. Die Bahn ist heute noch vorhanden. Sie ist ca. 40 cm mit Erde bedeckt und liegt südlich, etwa 80 bis 100 Meter südlich der alten Landebahn, die wir heute noch haben. Das ist mit Wärmebildkameras Anfang der 90er Jahre registriert worden. Ich kann mich noch gut erkennen, dass dieses Team, es kam damals aus den alten Busländern, immer sagte, da haut irgendetwas nicht hin. Da läuft was parallel. Mit dieser Farbverfälschung kann man das ja wunderbar erkennen. Und da haben wir mit einem Stock, mit einer Eisenstange mal so Probe gemacht. Und dann hat sich jemand hingestellt und hat dann mal ein bisschen freigelegt und haben festgestellt, die alte Startbahn ist also südwärts der alten historischen Start- und Landebahn, die eigentlich dann die zweite ist, die ja in den 30er Jahren angelegt wurde, noch komplett erhalten. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, der irische Botschafter,
der neben mir saß vor 5 Jahren, hat angeregt, dort doch eine Stele mal hinzustellen oder zumindest etwas freizulegen und zu sagen, was wir für interessante technische Denkmale wir in dieser Stadt haben und dann natürlich, die wir entsprechend auch vermarkten könnten, müssten. Interessant ist, 1925 hat Hugo Jungers eine Rede gehalten vor Abgeordneten zur Verkehrsluftfahrt im damaligen Deutschen Reichstag, also da in Berlin, wo heute unser Bundestag dann entsprechend dann immer seine Sternstunden hat. Und damit kam dieser markante Satz, in wenigen Jahren werden mehr Passagiere den Atlantik im Flugzeug überqueren als mit dem Schiff. Er ist damals belächelt worden. Heute lächeln wir darüber, ist eine Aussage, die natürlich absolut hundertprozentig zutrifft und immer noch, wir erleben es ja tagtäglich. Das nächste Bild bitte. Ja, etwas über diesen Flugzeugtyp zu sagen. Die Junkers W33, das erste klassische Typenblatt und darunter dann der Dreiseitenriss, wie er zu sehen ist, und der Jumo L5 Motor. Das ist das, was bekannt ist. Etwas zum Detail mit dem nächsten Bild bitte. Etwas erstmal über die geistigen Väter, die diesen Flugzeugtyp entwickelt haben. Das ist also erstmal der Flugzeugkonstrukteur Ernst Zindel, der also seit 1921 bei Junkers tätig war, bis 1946 offiziell. Und er ist der Konstrukteur, er hat also die Junkers F-13, die 1919 ja innerhalb weniger Monate entwickelt wurde, dann weiterentwickelt. Professor Junkers, der im Grunde genommen die Ideen geliefert hat und die wissenschaftlichen Untersuchungen, die Forschungen vorangetrieben. Und sein erster und engster Mitarbeiter, der Professor Otto Mader, der als Motorenbaukonstrukteur die ganzen legendären Motoren entwickelt hat, bis zu dem ersten industriemäßig gefertigten Strahltriebwerk ab 1940 hier in Dessau 41 produziert, das Jumo 004. Wenn nachher die Pause ist, können Sie gern mal in die Ausstellung hinausgehen und linke Hand sehen Sie dann im Wesentlichen die, ich sag mal, markantesten Flugzeugentwicklungen. Das nächste bitte. Dann etwas zur Maschine selbst zu sagen. Es ist eine standardisierte und typisierte Flugzeugentwicklung wie alle bei Junkers entwickelten Maschinen gewesen. Natürlich in Ganzmetallbauart, in ein freitragender Tiefdecker, der also die Besatzung und die Fracht bei Unfällen geschützt hat. Es gibt eine Reihe von Aufnahmen, wo es zu schweren Unfällen kam, aber interessanterweise zu wenig oder nur zu leicht Verletzten, zum Glück muss man sagen, aufgrund der Tiefbauweise. Ich möchte nur daran erinnern, die legendäre U-52, die 1932 beim Schweizer Alpenrundflug in Zürich alle Preise gewonnen hat auf dem Rückflug. Bereits im Allgäu ist ein Sportflieger voll auf die Tragflächen gestoßen. Der Sportflieger ist abgestürzt. Die Maschine musste in einem Kornfeld notlanden. Nichts weiter passiert. Man hat die Tragfläche gewechselt und 2 Tage später in dem nun bereits abgemähten Kornfeld konnte die U-52 wieder starten. Das sagt doch etwas über die Qualität und die Solidität dieser Junkers Maschinen. Ja, Ganzmetall bedeutet natürlich lange Lebensdauer, unabhängig von Wetter und Klima, kann draußen im Freien stehen. Und das Interessante ist, da das ja alles aus standardisierten Teilen ist, kann also jederzeit auch bestimmte Dinge ausgetauscht werden, zum Beispiel das Landfahrgestell, Räder, Schwimmer oder im Winter mit Schneekufen. Also das war damals alles möglich. Man konnte auch Schwimmer und dann Räder kombinieren. Solche Dinge hat es auch gegeben. Interessant ist aber, dass also wenn irgendwelche Bauteile, Tragflächen, irgendetwas sein sollte, jederzeit eine Austauschbaumöglichkeit vorhanden war, wie diese Bilder zeigen. Das nächste bitte. Das Typenblatt mal für den Kundenvertrieb. Da diese Blätter selten sind, habe ich sie Ihnen ganz einfach mal gezeigt, wie das ist. Denn ja, vieles ist bedauerlicherweise dann weggeworfen worden. Und dabei ist links noch etwas Interessantes zu erkennen. J steht für Junkers.
Und das erste Typenblatt hatte noch die Bezeichnung J33, bevor es dann die W33 rechts kam. Das nächste bitte. Ja, und das Einsatzgebiet der Junkers W33 war die Luftbildfotografie gewesen und hat damit eigentlich grundlegende Dinge geschafft. Dass die Multispektralkamera, die in Jena ja seit den 50er Jahren, man müsste sagen eigentlich bereits Ende der 30er Jahre, durch ein Ingenieurteam entwickelt wurde und was dann der Fliegerkosmonaut der damaligen DDR, Sigmund Jähn, oben im All mit den Bykowski-Testen erfolgreich testen konnte. So erfolgreich, dass die Amerikaner und die Franzosen diese Kameras gerne kaufen wollten. An Amerika, USA ist sie nicht geliefert worden. Das hatte natürlich dann auch was militärische Gesichtspunkte. Allerdings an Frankreich sind zwei Kameras geliefert worden. Das hatte auch einen gewissen Grund. Denn die Interflug war die einzige Fluggesellschaft im Ostblock, die mit einem A310 Flugzeug mit drei Maschinen geflogen ist, und dass diese Maschinen ausgeliefert wurden von Toulouse, Frankreich, sogar die gesamte Elektronik, was damals ja durch das Embargo nicht möglich war, wissen wir ja, haben wir den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Strauß zu danken und natürlich den Franzosen, da die diese Kamera geliefert hatten, dann entsprechend auch großzügig in der Auslieferung der, ich sag mal, Elektronik dieser Maschinen war. Als Transport- und Postflug einsetzbar und in der Schädlingsbekämpfung aus der Luft, um mal einige Dinge zu sagen. Gerade im Transportwesen war damals diese W33 ganz toll im Einsatzgebiet. Das bekannteste ist Neuguinea, die gesamten Goldtransporte in Neuguinea. In total unerforschten Land, was teilweise auch straßenmäßig gar nicht erforscht oder die gar nicht vorhanden waren. Überhaupt keine Infrastruktur verkehrstechnischer Art war vorhanden. Das war natürlich dann möglich mit einer Junkers W33 bzw. 34. Das nächste bitte. Ja, und mit diesem Flugzeug wurden dann Weltrekorde geflogen. Das heißt, die Zelle, der Motor, und die Besatzung natürlich, die geschult sein musste. Und Junkers hatte ja wirklich Spitzenkräfte auf Höchstleistung dann zu prüfen, um dann nach außen hin zu demonstrieren, dass Junkers Flugzeuge mit den entsprechenden Motoren in der Lage sind, ja, innovativ Höchstleistungen dann zu bringen. Und das führte innerhalb einer relativ kurzen Zeit, nämlich in einer Spanne von noch nicht mal 4 Wochen, zu dem Erfolg 1927, dass mit 2 Flugzeugen 12 bestehende Weltrekorde überboten werden konnten und zusätzlich 2 neue aufgestellt. Ja, Spitzenleistungen, die bleiben natürlich immer im Gedächtnis haften und sind natürlich auch Ansporn für weitere Überbietung. Das ist natürlich technischer Fortschritt. Wir haben oben diese berühmte Weltrekordmaschine von 1927. Das ist übrigens eine Erstveröffentlichung. Es gibt auch im Deutschen Museum von dieser Aufnahme mit dieser Registriernummer D1231, D steht ja für Deutschland, keine Aufnahmen. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Jetzt gibt es natürlich im Deutschen Museum Aufnahmen. Wir haben uns da mal ausgetauscht. Aber es war nicht alles vorhanden. Ich muss dazu sagen, als das Junkers Archiv an das Deutsche Museum damals geliefert wurde, sind bestimmte Dinge teilweise nicht mitgeliefert worden. Warum, weiß ich nicht. Aber das ist nun mal Fakt. Und interessant ist oben die Aufnahme, wo Professor Hugo Junkers die Piloten Ristitsch und Zimmermann gratuliert für ihren Dauerflug-Weltrekord. Und dann gibt es unten drunter dann nochmal die Aufnahme, wo natürlich dann die Familienmitglieder und die Dessauer auch mit zugegen sind. Die Dessauer haben so etwas immer sehr begeistert aufgenommen. Die Teststrecke für alle Weltrekorde war damals Dessau, Leipzig, Retour, und da ging das immer hin und her, ja, stundenlang. Und wenn Sie dann den Weltrekord sehen von 65 Stunden, 27 Minuten mit den beiden Piloten, da muss man sagen, absoluter Respekt. 36 Stunden brauchten sie ja über den Ozean. Das nächste bitte. Dann entsprechend die Publikationen, die in den Junkers-Nachrichten veröffentlicht wurden, da nun nicht jeder die Zeitschriften hat oder ins Archiv oder in die Bibliothek geht, nochmal die ganzen Rekorde kurz aufgestrippt. 19 an der Art, wo man absolut Respekt haben muss. Und neben dem bekannten Namen Hermann Röder, den viele Ältere ja
noch kannten, auch Waldemar Röders waren ja zwei Brüder gewesen. Fritz Horn, der als Papa Horn in die Geschichte eingegangen ist, der ja Musiker lebte. Darüber haben wir hier ja im Themenkreis auch mal einen Vortrag gehört und ich habe im Musikkau auch mal dazu einen Vortrag halten dürfen. Der erwähnte Wilhelm Zimmermann, Georg Jütterbock oder Jütterbock und der Herr Ristitsch, also Johann Ristitsch. Das nächste bitte. Ja, und dann war es üblich gewesen, wir haben ja von Schäbede Lohse das gesehen, dass nach jedem Weltrekord Professor Junkers eine Spezialität hatte. Sie haben also eine kleine Zuckertüte mit Leckereien und ähnlichen Dingen bekommen. Das nicht nur zur Motivation, sondern Dextropor und ähnliche Dinge, das wissen wir ja. Das frischt ja Geist, Körper und natürlich auch die Seele auf. Das ist die Standardausführung der technischen Daten mal ganz kurz. Ich lese sie nicht alle vor. Interessant ist allerdings wirklich, wenn man die Flügelfläche von 46 Quadratmeter sieht, die Flügelstreckung, also einer Tragfläche von 7,65 Meter, dazu die entsprechende Flächenbelastung, das ist nun wieder etwas für den Statiker, dann kann man sich dann mal vorstellen, dass die Maschine eine Höchstgeschwindigkeit hatte von 195 und ca. 120, 130 Stundenkilometer benötigte, um dann abzuheben. Wenn wir heute auf der Autobahn fahren, ich weiß, 130 ist eine ganz normale Reisedurchschnittsgeschwindigkeit. Was ist jetzt vor ein paar Tagen ein Motorradfahrer geblitzt worden mit 225? Ich weiß jetzt nicht wo, es war in Sachsen-Anhalt gewesen, unvorstellbar eigentlich. Der hätte fliegen können. Und wie gesagt, bei 130 hat die Maschine dann schon langsam, ich sag mal, dann das Heck gehoben, um dann abzuheben. Ja, das nächste bitte. Die Reichweite von 6000 Kilometer wollte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Dann nochmal der Schnitt durch die Stadt- und Landebahn. Die Zeichnung dieser Stadt- und Landebahn hat Hugo Junkers erfolgreich verkauft an zig Länder. Das heißt, also alle großen europäischen Flughafenanlagen, sei es in London, Paris, Warschau, Moskau, Madrid, einschließlich Rom, alle nach diesen Unterlagen. Kann man übrigens bei Windkanälen auch sagen, an dieser Stelle kurz erwähnt, der Windkanal, wie er hier draußen zu sehen ist, es war ein Prototyp. Den gleichen Windkanal, den gleichen Abmessungen finden Sie heute noch in Warschau beim Institut und übrigens auch noch in Fili bei Moskau, wo ja Junkers seine Filiale hatte. Eine Senkrechtaufnahme mit einer W33 mal, um das zu sehen und dabei ist ganz interessant, oh, dann habe ich es eingesteckt, ich zeig's dann mal mit der Hand, da haben Sie dann das kleine Flugzeug mit der Start-Landebahn und dabei ist natürlich ganz interessant schon zu sehen, dass die Breite damals 10, nachher später auf 12 Meter verbreitet und dann entsprechend das Rasenstück war. Die Bahn ist damals auch schon beleuchtet worden. Tempelhof war nachweisbar der zweite europäische Flughafen, wo das dann war und für den Nachtflug verantwortlich war ein Flugkapitän, der hieß Hermann Köhl, auf den kommen wir ja dann noch zu sprechen. Das ist der erste Atlantikflugversuch vom August 1927. Das nächste bitte. Um damit zu sagen, dass diese beiden Maschinen, die Bremen und die Europa, also 2W33 mit annähernd gleicher Kennung, nur die 6 ist dann geschwenkt worden, das ist dann die 1197 wurde. Und diese beiden Besatzungen bestanden aus den Baron Ehrenfried Günther Freier von Hünefeld, von links nach rechts zu sehen, dann der Johann Ristitsch, der also Pilot war. Der Baron von Hünefeld, muss ich an dieser Stelle sagen, hatte keine Pilotenlizenz. Er hat diese Flüge finanziert. Er hat beide Maschinen gekauft, an dieser Stelle mal erwähnt. Und er hat sie dann später, eine Maschine ist ja dann Bruch gegangen, das war die Europa 1 gewesen. Und er hat dann die wiederhergestellte, das war dann die Europa 2, gekauft und auch die Bremen gekauft, mit Unterstützung natürlich norddeutscher Lloyd, war ja der Pressechef gewesen von den Hanseaten aus Bremen, die ihn finanziell natürlich stark gefördert haben. Ja, und dann kommt ein Hubert Randrew Knickerbocker, ein amerikanischer Journalist und Millionär, der es geschafft hat,
mit teilzunehmen. Denn Junkers hatte vorgesehen, dass bei diesem ersten Flug von Europa nach den USA eine Frau, eine Journalistin mitfliegen sollte. Seine 8 Töchter, Junkers ist ja bekannt, hatte 12 Kinder, 4 Söhne, 8 Töchter. Und die Töchter haben den Papa gedrängelt, da muss eine Frau auf die Maschine. Und natürlich hat Papa gehört, ist ja klar, bei 8 Frauenzimmern und dann noch die eigene Gattin dazu. Aber wie gesagt, der Knickerbocker hat sie ausgemurmelt mit $30,000, die sein Pressehaus nämlich für diesen Flug gestiftet hatte. Das war natürlich ein überzeugendes Argument, um die Dame dann auszuboten. Fritz Lohse, ein bekannter Testpilot, Hermann Köhl, der ja bei der Lufthansa damals noch tätig war, und Cornelius Edzard, ebenfalls ein Pilot und auch der als Journalist tätig war. Das nächste bitte. Ja, und bei der Verabschiedung sagte Junkers einige sehr markante Sätze, und die ja bis heute eigentlich immer noch aktuell sind. Wir müssen Flugzeuge benutzen, um die Völker einander näher zu bringen. Und mein schönstes Ziel ist, dazu beizutragen, im fruchtbaren Kampf zum Segen und zum kulturellen Fortschritt der Menschheit. Die Junkers-Flugzeuge sollen dann, wenn sie amerikanischen Boden berühren, Sendboten des Friedens sein. Und wir hoffen, dass andere Nationen in diese große Sendung mit uns einig gehen. Das nächste bitte. Da sehen wir noch den sehr frischen Hugo Junkers. Das war dann, wie gesagt, mit Kamerateam die große Verabschiedung. Natürlich waren dann die Familienangehörigen dabei und auch zahlreiche Dessau, die Presse war auch vertreten. Der Flug musste dann bedauerlicherweise, das nächste bitte, abgebrochen werden aufgrund schlechten Wetters. Die eine Maschine ist dann in der Nähe von Bremen notgelandet und die zweite dann hatte es bis, ich sag mal, Irland geschafft, ist dann aber wieder zurückgeflogen, Tage später, aufgrund der Witterung. Und es waren 2 Postsäcke an Bord mit Sendungen. Ich weiß, dass diese, philatelistisch gesehen, diese Briefe heute hoch gehandelt werden. Ich kenne immer noch einige Dessauer, die ganz stolz sind, dass sie so etwas im Besitz haben. Ja, so, wenn Sie da dran interessiert sind, so 850 bis 900 Euro müsste man im Schnitt dafür ausgeben. Ich weiß nicht, ob der Preis angemessen ist bei den wenigen Exemplaren, die heute noch vorhanden sind. Viele sind während der Bombenangriffe auf Dessau vernichtet worden, auch auf andere Städte. Ist das schon ein Preis, der sicherlich angemessen ist? Ja, die Euphorie ist auf der Karte eigentlich zu lesen, dass also ein Journalist an die Pfälzische Rundschau schreibt und ganz begeistert ist, dass nun endlich mal keine Kriegsflugzeuge, sondern Flugzeuge als Sendboten des Friedens von Kontinent zu Kontinent fliegen. Sehr euphorisch, was natürlich dann auch ausdrückt den ja, friedlichen Gedanken, den Junkers bei diesen Flügen eigentlich beabsichtigt hatte. Bei solch einem großen Flug braucht man natürlich auch zusätzliche Kraftstoffanlage. Das ist der Innenraum mit den 3 Treibstofftanks, wie sie es hier zu sehen sind, die sich also hier befanden im Rumpf, ist hier deutlich zu sehen. Die wurden also zusätzlich hineingebaut und in den Tragflächen waren dann auch Tanks, die, was alles heute modern, elektronisch, digital geht, natürlich damals alles mechanisch und mit Hand war. Die berühmten 3 Wegehähne, die ja dann immer da sind. Auch, dass man dann untereinander eben, um das Gleichgewicht während des Fluges zu gewährleisten, dann auch umpumpen musste und das alles mit Hand. Deshalb waren, wie gesagt, auch noch zusätzlich neben den Flugkapitän und Co-Piloten, dann noch der 3. Mann an Bord, der also auch diese Arbeiten im Wesentlichen dann durchgeführt hat. Diese Aufnahmen stammen, als die Maschine Bremen mit einer Transall dann vor ja,
Das ist schon weit über 25 Jahre, damals in Dessau, in Bremen dann wieder gelandet ist. Das nächste bitte. Auch mal kurz mal diese Reichweitenstudie, wie exakt anhand dann also die Flugdauer entsprechend dann und was man benötigte, dann ermittelt hat. Diese tabellarische Entwicklung, die dann, ich sag mal, zusammengetragen wurde, die dann später auch für spätere Flüge genutzt werden konnte. Das nächste bitte. Ja, und dann muss ich dazu sagen, dass die Standardflugzeuge der Bremen eine Reihe von Umbauten vorgenommen wurden. Das erste war natürlich an der Tragfläche die abgewinkelten Flügel entkappen, die sogenannten Eselsohren, das sind diese beiden. Das heißt, dass eine Stabilität war. Der Flugkapitän konnte auch mal seinen Steuerknüppel loslassen und vorausgesetzt die Windrichtung und es waren nicht zu große Turbulenzen, dann ist die Maschine, wie sagt man, spurtreu geflogen, sagt man ja am Auto, beim Flugzeug ist es dann ähnlich. Das hatte was mit der Querstabilität zu tun. Die zusätzlichen Kraftstoffbehälter sind ja bereits genannt. Die entsprechenden Luftkammern, die eingebaut werden mussten, im Fall die Maschine mal notwassert, damit die Maschine sich dann hält. Bei dem Azorenflug ein Vierteljahr später war das notwendig. Um das zu sagen, also weit über 80 Stunden trieb dann eine Junkers W33 auf den Atlantik stabil und ist nie untergegangen. Das sagt auch etwas zur Qualität einer Notwasserung. Dann entsprechend der Rumpf, die genannten Kraftstoffbehälter aus geschweißtem Aluminiumblech mit entsprechender Schnellentleerung, die sogenannten Hahnbatterien, damit man die entsprechenden dann umschalten konnte, dass die Hahnbatterie, das ist eine Nickel-Cadmium-Batterie, also Batterien mit einer relativ hohen Lebensdauer und entsprechend die geschlossene Führerraumhaube mit einem Zellonfenster, heute sagen wir O-Glas dazu, also organisches Glas. Und entsprechende Ausbauten, die vorgenommen wurden, wobei als wichtigste die Entfernung der Funkstation genannt werden sollte. Köhl kam mit dem Argument, ja, was nützt das euch, wenn ich das auf das Festland funke? So schnell kann kein Schiff sein, ist unnötiger Ballast, ich verzichte drauf. Es ist logisch und konsequent, so hart wie das klingen mag. Es war nicht notwendig. Das nächste bitte. Ja, um dazu zu sagen, das Fahrwerk. Man hat diese großen Ballonreifen ausgetauscht gegen moderne Hochdruckreifen. Man konnte dann die Entbelastung, also mit entsprechend 4 Tonnen war gewährleistet. Ein Spornrad wurde verwandt, das dann beim Start abgeworfen werden konnte. Und das Triebwerk hat man entsprechend die Verdichtungsverhältnisse des L5-Motors verändert, sodass das Verhältnis von 1 zu 5 auf 1 zu 7 kam. Das entspricht ungefähr, ich sag mal, den amerikanischen Verhältnissen wie beim Auto. Sie wundern sich ja immer, wenn Sie einen amerikanischen Motor hören, das hat was mit der Zündfolge zu tun und mit der entsprechenden Verdichtung. Die ist etwas anders, wie wir das hier in Europa kennen. Also das hat man bei diesem L5-Motor gemacht. Entsprechend betankt mit einem klopffesten Kraftstoffgemisch, die entsprechenden Spezialausrüstungen und als Besonderheit eine Junkers Ganzmetall-Einstellluftschraube, die übrigens mit Paraffin behandelt wurde, beziehungsweise kann man das auch mit Bienenwachs machen, also mit organischen Dingen, ganz einfach, um das Vereisen dann dieser Luftschraube zu vermeiden. Um mal zu zeigen, das Verhältnis, wie groß der L5-Motor ist, da haben Sie die beiden Herren dabei, das hatte ich damals in Bremen bei der Rekonstruktion aufgenommen. Das nächste bitte. Ja, und die Bordinstrumente, die da hineinkamen, das war natürlich für die damalige Zeit von Ascania das modernste, was da war. Und meistens immer doppelt, im Falle ein Gerät fällt mal aus, also Geschwindigkeitsmesser doppelt, Höhenmesser doppelt, der Wendezeiger, eine Ascania-Entwicklung, die zwei Labellen für Querlage, was ja wichtig ist, die Glockenkompasse, das heißt also schwingungsfrei, der Fernkompass im Rumpfheck mit Fernanzeige im Führerraum, um dann, ich sag mal, durch die Motorengeräusch magnetische Abweichung, die ja zwangsläufig entstehen kann, hinten am Heck dann entsprechend
auszugleichen, das Kompensieren, was dann später kam, das kannte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann die Überwachungsinstrumente für Motor, für den Kraftstoffverbrauch, ja, um das gesamte Kraftschiffssystem dann auch richtig, dass das funktionierte, brauchte ich die entsprechenden erwähnten Schalthebel. Es musste ja alles mit Hand gemacht werden. Ja, da gab es natürlich noch entsprechende Sondermaßnahmen bis hin zur Eisverhüttung der Luftschraube. Ich sagte ja, unter Tragflügel, indem man beides mit einem dünnen Paraffinfilm dann überzogen hat. Das nächste bitte. Ja, und im März gab es dann in Berlin, dann in Tempelhof, die entsprechenden Startvorbereitungen. Und an dieser Stelle muss ich etwas mal sagen. Und als Historiker bin ich da ganz exakt. Ich habe also in dem Archiv, Firmenarchiv der Lufthansa AG in Köln, das befand sich unten in dem berühmten Hochhaus auf der Beul, also auf der Westseite des Rheines, unten im Keller und bis zur ersten Etage, Unterlagen damals vor ungefähr 30 Jahren noch erhalten, die man heute gar nicht mehr so freiwillig rausgibt. Und zwar geht's nämlich, betrifft das den Ozeanflugversuch von Köhl, sein Hinauswurf aus der Lufthansa. Ich möchte ihn nicht vortragen, ich habe ihn hier. Ich möchte nur sagen und das mal zeigen, wer ihn unterschrieben hat. Ganz rechts ein Herr Milch, der sicherlich einigen Kennern etwas sagen wird. Er ist ja im Dritten Reich zum Generalfeldmarschall dann aufgestiegen. Auch das spricht für sich. Und der Hinauswurf Köhls der Lufthansa, man hat ihn nicht wieder aufgenommen. Man hat es in dem Schreiben so deklariert, er hat sich entschieden für den Ozeanflug und damit hat er sich von uns abgewendet und wir akzeptieren seinen Austritt. Dass seine Familie arbeitslos wurde und angeblich hätte er keine guten Eigenschaften als Pilot gehabt. Er war Flugkapitän des Nachtflugverkehrs der Lufthansa. Also er war verantwortlich für die Nachtflüge von Berlin nach Königsberg, nach Stockholm, hin und retour. Er war der beste Flugkapitän, den die Lufthansa hatte. Und ich komme darauf nachher noch mal ganz kurz zu sprechen, als er dann beim Reichspräsidenten war und er sagte zu den Köhl, Hauptmann AD, Sie wollen wirklich Deutschland verlassen? Und er sagte, ja, ich habe keine Arbeitsmöglichkeit. Und dann hat er versucht, an die Offiziersehre Köhl zu rütteln. Natürlich sagte Köhl, verlässt er Deutschland nicht, aber das ist natürlich eine Frage. Ja, und fast ungemerkt hat man die Paparazzis dann abgeschüttelt und ist dann gestartet, hat fast noch eine Sportmaschine gerammt, die da zur Landung ansetzte, die da gar nicht in Tempelhof hätte landen dürfen, das mal so ganz nebenbei. Das geht aus dem Tagebuch von den Baron von Hünefeld hervor, was ich auch im Original lesen durfte. Und dann ist man in Baldonnel in Irland dann entsprechend gelandet. Und die deutschen Wetterwarten haben keine Auskunft geben dürfen. Das hat man verboten. So waren die Deutschen also immer auf die englischen, die irischen Wettermeldungen angewiesen. Das hat man auch gemacht. Die Engländer waren übrigens sehr entgegenkommend. Das hat Köhl in seinen Memoiren dann entsprechend Bremsklötze weg. Das ist hier dieses Büchlein, kam 1931 heraus. Ich will es einfach mal zeigen. Ist eigentlich eine Literatur, die man mal lesen sollte. Und ebenso hat dann Köhl seine Memoiren veröffentlicht. Und Herr von Hünefeld hat dann auch noch, das ist dieses kleine Büchlein, ich zeige dann noch den Umschlag, dann entsprechend ist veröffentlicht, ein Leben der Tat hat es genannt, ist freundlicherweise auch gewidmet, bin mir auch der Ehre bewusst, dass das dann sein Neffe dann noch später mal signiert hat. Er ist ja bereits 29 verstorben, kurz nach seinem Ostasienflug. Ja, das sind die Startvorbereitungen, das nächste bitte, um mal zu zeigen, dass also rund 60 irische Soldaten die Maschine dann am 12. April 5.38 Uhr oder 30 herausgezogen haben, in Startposition brachten, dann nochmal oben, das ist übrigens eine Fotomontage, die Sie sehen, das ist eine Fotomontage,
Das ist eine historische aus dem Jahre März 28, die ist also in Berlin gefertigt worden, in Berlin-Spandau, ein Fotograf. Ich habe den Sohn des Fotografen dann noch gesprochen und habe von der Original-Fotomontageplatte dann mir noch Abzüge machen lassen. Und dann ist dann 5.38 Uhr Ortszeit, also 6.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die Maschine gestartet. Den offiziellen Pressemitteilungen vom Junkers Nachrichtendienst stand immer und wurde mit die Information gegeben, dass keine Dessauer, kein Deutscher dort gewesen wäre. Ist nicht korrekt, zwei Mechaniker waren dort auf dem Flugplatz zugegen und haben die Maschine in Stand gesetzt, auch betankt, gewartet. Und es war ein Dessauer Journalist vom Anhalter Anzeiger dabei, der entsprechend dann mit dem Tastfunk die Information durchgegeben hat, dass also bereits zwei Stunden nach dem Start der Dessauer Anhalter Anzeiger die zukräftigste, meistgelesene Zeitschrift im mitteldeutschen Raum, das war dieser Anhalter Anzeiger gewesen, dann alle Leser wussten, die Maschine ist gestartet. Beim Start hat es noch Schwierigkeiten gegeben. Köhl hätte die Maschine fast in eine Schafsherde hinein dirigiert, die da über den Flugplatz da gerade da gerannt ist. Er hat die Maschine hochgerissen. Der Hünefeld konnte sich gerade noch festhalten und Fitzmaurice, der, ich sag mal, über den berühmten Spundloch stand, hatte natürlich dann auch Probleme. Der Start hat aber geklappt. Das nächste bitte. Wir wissen, vom Flug gibt es keine Aufnahmen, nichts. Es gibt aber Gemälde. Und die hat der berühmte Marinemaler Viktor Gernhardt gemalt. Das war ein Auftragswerk gewesen, mehrere Bilder zu malen. Ein Teil dieser Bilder war eigentlich vereinbart, da war ich noch Gründungsvorsitzender von dem Verein hier gewesen, wo sie sich hier also befinden. Und mein Nachfolger, ja, Heinemann, war der Ansicht, das wäre nicht notwendig, diese Bilder zu erwerben. So sind diese Bilder bedauerlicherweise nicht nach Dessau gekommen. Der Maler hat einen Teil dieser Bilder dann vernichtet, was sehr bedauerlich war, aber zumindest bildmäßig habe ich sie noch erfassen können, deshalb sehen Sie diese Aufnahmen. Und die Familie Junkers, das heißt Bernd Junkers, hat noch ein Bild gekauft, das ist mir bekannt. Was mit den anderen Bildern geworden ist, muss ich leider bedauerlicherweise entzieht sich meiner Kenntnis. Interessant sind allerdings diese Ansichten. Da ist die Flugroute im Idealzustand mal eingezeichnet. Der Start von Irland, ja, mit der aufgehenden Sonne gen Westen. Und das nächste bitte. Und dann sehen wir dann nochmal eine Reihe dieser Motive, wobei das links dann oben ganz interessant ist. Die Maschine ist wirklich so 40, 50 Meter über die Wellenkämme drüber weggeflogen und die Gischt ist teilweise durch das berühmte Spundloch hochgespritzt hinein in den Raum. Sie haben in solchen Mengen, dass also der Baron von Hünefeld dann mittels einer Kelle dann manchmal, je nachdem wie die Lage der Maschine war, das Wasser aus der Kanzel entfernen musste. Das nächste bitte. Ja, das war ein Flug mit Tücken. Herr von Hünefeld hat das eigentlich sehr detailliert beschrieben. Es ist im Dessauer Kalender auch ein Artikel dazu in diesem Jahr erschienen, wo es eigentlich auch darüber einiges steht, sodass ich darauf verzichten möchte. Hier ist dann nochmal der Originalplan zu sehen, wie er sich ja heute noch im Privatbesitz einer kanadischen Familie befindet. Und eine Kopie davon ist dann nach Deutschland gekommen, befindet sich in Pfaffenhofen im Hermann-Köhl-Museum. Und wie gesagt, ich hatte freundlicherweise auch digitalisiert eine Ansicht bekommen, um das mal zu zeigen. Ich hatte Ihnen ja vorhin das Radarbild gezeigt. Es ist ja kaum zu sehen, diese, ich sag mal, wirklich kleine Insel hier vor Neufundland. Ja, und wenn Sie kurz nach der Landung, hat Köhl und Fitzmaurice diese eingezeichnet. Können Sie sehen, dass man bereits über den Festland geflogen ist. Es war aber eine Eiswüste, es war nichts zu erkennen, sodass man also wieder gen Osten trete.
dann einige Häuser sah, annahmen, dass da also mehrere Bauten sind, also menschliche Zivilisation. Und so landete man dann auf der berühmten grünen Insel, heißt ja Green Island, und direkt neben dem Leuchtturm auf einem kleinen See. Das Fahrwerk brach durch die Eisdecke durch, wurde dabei beschädigt. Ja, das nächste bitte. Und der Leuchtturmwärter mit seiner gesamten Familie, er hat dort mit seinen 8 Kindern gelebt. Ja, was sollte er noch machen? Ein Funkgerät war übrigens 2 Meilen entfernt zur Station. Und während dort in der Woche vielleicht ja so 8 bis 10 Funksprüche ankamen, nachdem die Meldung durch war, waren das einige 100 am Tag. Also die beiden Herren, der Herr an der Funkstation und der Leuchtturmwärter, waren natürlich dann, ich sag mal, an der Grenzen der Erschöpfung, eben dann die ganzen Funksprüche, die da hin und her zugingen, dann entsprechend dann den der Besatzung zu bringen. Wichtig war gewesen, 36 Stunden Flugdauer und ja, erstmals im Nonstop in Ost-West-Richtung überquert. Das hieß also, mit der Erdrotation und entgegen der Hauptwindrichtung diesen Flug durchzuführen, eine wirklich doch sehr große Leistung. Ja, und damit die Maschine nicht weiter absackt, wurden dann auf leeren Fässern dann die Maschine entsprechend gelagert. Das nächste bitte. Es gibt ja interessanterweise darüber ein Gemälde, was 1988 hier in Dessau entstand von dem Bauhausmaler Karl Marx. Der hat dann also diesen Leuchtturm gemalt, den Leuchtturmwärter. Er hatte dieses Bild rechts und dann, ich sag mal, diese Bilder, wobei das rechte übrigens ein Zigarettenbild ist. Links ist für eine Margarinewerbung der damaligen Zeit gewesen. Und hat, muss man dazu sagen, es wirklich geschafft, innerhalb von 3 Tagen, das ist eine Leistung für einen Künstler, das zu malen. Er sagte, das musste einfach raus. Wir haben ja, ach ja, hinten ist sehr ehrlich, der Herr Franz hat das Bild heute. Herr Franz lebt ja in Frankfurt, glaube ich, bei Frankfurt am Main. Damals sich anfertigen lassen. Das war eine Gefälligkeit, wie gesagt, von dem Bauhausmaler gewesen. Und wir hatten damals auch angeregt, dann doch, dass die Stadt das erwirbt. Die Stadt hat aber, wie gesagt, es war ja Stadtjubiläum damals, aber dann doch nicht Interesse signalisiert. Und so ist es dann im Privatbesitz geblieben, um so zu sagen, dass wir uns ja damals schon sehr engagiert haben, dass dieser, ich sag mal, doch markante Flug entsprechend auch dann, ich sag mal, auch in Dessau dann markant im Gedächtnis bleibt. Die Bremer waren da etwas heller. Die haben natürlich im großen Ratssaal ein ganz großes Gemälde hängen. Das nächste bitte. Das werden wir dann auch noch kurz sehen. Ja, dann gab es etliche Flüge hin und her. Die Hertha Junkers, die ja die Generalvertretung geleitet hat in New York, ist dann auch mit einer F-13 dorthin geflogen. Ein Pilot, ein amerikanischer Pilot, ist leider dort auch verunglückt und wurde zu Grabe getragen. Und als die dann in New York waren, bevor die große Konfetti-Parade in New York war, haben sie natürlich dann am Grab ein entsprechendes Gebinde niedergelegt. Sie haben alle 3 Besatzungsmitglieder sehr schnell erkannt, dass dieser Flug etwas Besonderes war. 1926 ist Deutschland in den Völkerbund aufgenommen worden, allerdings unter großem Vorbehalt. Deutschland wurde die Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegeben. Ob gerecht oder ungerecht, das wollen wir hier nicht diskutieren. Das soll an anderer Stelle geschehen und ist auch geschehen schon. Sondern es geht ganz einfach darum, mit diesem Flug wurde der friedliche Gedanke Deutschlands weltweit demonstriert und wurde anerkannt. Und mit diesem europäischen Flug, wo im Grunde genommen 2 Piloten, die einmal im Ersten Weltkrieg als Gegner gegenüberstanden, Fitzmaurice mit den Alliierten an englischer Seite und Köhl von deutscher Seite, wurde während des Fluges eine Freundschaft ist dabei entstanden. Und die wurde auch nach außen hin bewusst demonstriert. Und es ging um diese Völkerverständigung, das Miteinander, friedlichen, wirtschaftlich auch gesehen, was Junkers immer sagte. Und das haben diese 3 Besatzungsmitglieder am 29. April dann auch voll
dann bestätigt geführt und diese Anerkennung mit der größten Konfetti-Parade, die New York je erlebt hatte. Das erste Mal beim Charles-Lindbergh-Flug, als er von Paris wieder zurückkam. Und es ist nie wieder so eine Konfetti-Parade in New York hat stattgefunden, um es damit zu sagen. Das heißt, sie mussten dreimal halten. Dann haben die Polizisten zu Pferd das Wageninnere mit Konfetti entfernen müssen, weil sie da im Grunde genommen vollkommen versunken sind. Das nächste bitte. Das zeigt dann rechts nochmal mit Hertha Junkers, die wie gesagt die Junkers-Vertretung in New York leitete, die Generalvertretung, mit Köhl und rechts des Fitzmaurice. Oben die bekannte Ansicht, die dann in Deutschland vertrieben wurde, teilweise auch signiert mit denen und im unteren Bereich, dass der USA-Präsident dann entsprechend den drei Atlantikfliegern die höchste Auszeichnung überhaupt, die Amerika zu vergeben hat, dann am 2. Mai 1928 den drei Atlantikfliegern dann überreichte. Links oben ist übrigens eine Speisekarte zu sehen, die im Original ausgestellt war vor 10 Jahren hier im Haus. Und auch diesen dreien gewidmet in dem Hotel, wo die genächtigt haben. Das nächste bitte. Um dann nochmal zu zeigen, dass als sie dann am 1. Mai wurde ein Buch dann vorgestellt, die drei Musketiere der Luft. Der Herr Knickerbocker, also der amerikanische Journalist, der 1927 und immer für Junkers und für Dessau war, hat innerhalb weniger Wochen dieses Buch vorbereitet und nach dem geglückten Atlantikflug sofort die bereits druckfertigen Fahnen dann binden lassen, sodass also wenige Tage später das Buch herauskam. Es war das erste Buch. Es ist wirklich innerhalb von 14 Tagen erschienen. Damit Sie mal eine Relation haben, um in der DDR ein Buch zu drucken, benötigte man früher 5 Jahre. Um damit die heutigen oder die Dimension mal zu sehen zwischen Amerika und Deutschland und dann oder der DDR und damit zu sagen, heute braucht man im Schnitt eine Woche, um mein Buch zu drucken mit der modernsten Digitaltechnik, das mal am Rande erwähnt. Am 1. Mai hat dann Hugo Junkers ab Bremerhaven mit dem norddeutschen Lloyd-Air-Schiff, nämlich mit Columbus, den Schnelldampfer, seine Reise Richtung Amerika angetreten. Ein Schiff brauchte damals 4,5 Tage, das mal so ganz nebenbei. Und Hugo Junkers links seine Therese zu sehen, rechts ist übrigens Dorothee Rasch. Ich weiß nicht, ist jemand vom Bauer zufällig anwesend? Sicherlich nicht. Würden sofort die Klappen hochgehen, die Firma Rasch Tapetenfabrik, die ja, wo das Boris, wie man es die berühmten Tapeten produziert hat. Oben ist dann rechts zu sehen, Hugo Junkers im Gespräch mit den damaligen bekannten Millionären, wobei der Kunstmäzen Guggenheim, das Guggenheim Museum in New York, ich weiß nicht, wer schon mal von Ihnen da war, sehr zu empfehlen, gerade speziell der Moderne, natürlich diese Leute brauchte auch. Das Gespräch mit Henry Ford, der hier als zweiter von rechts zu sehen ist, ganz einfach musste das Gespräch Junkers Ford sein. Einmal, weil die Ford-Werke Lizenzen nicht besaßen für Junkers-Patente. Sie haben also deutsche Patente teilweise unterwandert. Deshalb wurden, ich sag mal, auf einer gewissen diplomatischen Ebene dann dieser beiden Herren in Direktkontakt die Gespräche geführt. Und dann, um dann, Henry Ford zu begeistern für Transatlantikflüge. Natürlich hatten die Amerikaner andere Interessen, aber das mal ganz einfach mal erwähnt, wie ganz engagiert Junkers, für unsere deutschen Interessen damals geworben hat. Das nächste bitte. Ja, und nachdem dann die Rundreise da war, das heißt, es war eine, jede amerikanische Stadt wollte die amerikanischen, hautnah wollten die Amerikaner erleben, die drei
ich sag mal, Ozeanflieger, was Verständiges. Jede Stadt hat übrigens eine eigene Postkarte herausgebracht mit entsprechenden Sonderstempeln und so etwas, die vor einigen Jahren sogar hier bei uns wieder vertrieben wurden. Und ich kann an dieser Stelle stolz sagen, ich habe vor einigen Jahren solch einen Umschlag ersteigert. Ich zeige ihn dann auch noch. Und das Interessanteste ist das Datum 13. Mai 1928, und auf den Tag genau 20 Jahre später ist meine Frau geboren. Und dann ging die noch nach Erfurt, diese Karte, das fand ich so ganz toll, an die damalige Lokalredaktion. Und da habe ich mir gesagt, das ist ein Wink mit einem Zaunfall, also diese Karte sollte man ersteigern. Ich habe sie dann noch ersteigert. Fragen Sie bitte nicht nach dem Preis. Ich bin aber ganz stolz, also auch ein paar Originalbelege zu haben, die übrigens Sie hinten in der Vitrine auch sehen können. Medaillen zum Ozeanflug, die Sie hinten, und einige Literaturdinge, die, wie gesagt, im Original damals erschienen sind. Die Ankunft in Bremerhaven war natürlich sehr euphorisch dann gewesen am 18. Juni 1928. Die gesamten deutschen Schulstaffeln der Luftfahrt flogen drüber weg. Es waren über 130 Maschinen damals gewesen. Das ist die Columbus. Sie sehen dann oben am Oberdeck, wo dann die Mannschaft steht mit den Damen an dieser Stelle. Warten Sie, ich zeige es Ihnen doch mal. Das ist von Fitzmaurice, die Ehegattin. Und das ist dann das berühmte Peterle. Also das heißt, die Frau von Hermann Köhl. Er war ja nicht verheiratet, Herr von Hünefeld. Und dann nochmal hier im Gespräch übrigens mit dem Kapitän der Columbus und Vertreter der irischen Botschaft, die dann von Washington mit, also von New York, dann Washington über New York nach Bremerhaven gefahren ist, um dann, wie gesagt, auch die irische Seite mit zu vertreten. Das nächste bitte. Es war natürlich ein ganz großer Empfang. Und alle drei haben dann, als sie in Bremerhaven ankamen, auch nochmal ihre Freundschaft bekundet, was eigentlich ganz wichtig ist. Und sie hat wirklich zeitlebens gehalten. Als von Hünefeld 1929 dann nach der 12. Operation leider verstarb und nach seinem Südostasienflug, der ihn ja bis nach Japan noch gebracht hatte mit der Europa 2, das ist übrigens das Flugzeug, was Sie hier sehen, waren natürlich viele zugegen und natürlich auch Fitzmaurice. Und übrigens auch Amerikaner sind extra rübergekommen, um an den Trauerfeierlichkeiten dann teilzunehmen. Und übrigens, die Bremen ist dann über Spandau, dem Haus der Mutter, geflogen. Dort war noch ein Kranz abgeworfen. Das ist filmmäßig übrigens alles da. Wenn Interesse ist, hätte heute den Rahmen gesprengt. 1 Stunde 57 Minuten ist das Filmmaterial, was ich zum Ozeanflug habe, um mal so etwas zu zeigen. Hochinteressant natürlich dann der Empfang im Bremer Ratssaal. Da hängt übrigens auch dieses berühmte Gemälde. Ich zeige es hier nachher noch kurz. Dann der Empfang in Bremen, wo natürlich auch Junkers dabei war. Empfang beim Reichskanzler in Berlin und natürlich auch in Aachen gab es einen Empfang. In Aachen gab es eine tolle Episode. Frau Köhl wollte partout ins Rathaus hinein. Den Sicherheitsdienst haben sie nicht reingelassen. Da hat sie gesagt, ich bin doch die Frau von dem Ozeanflieger. Und dann hieß es, ein Psychiater, hier ist eine Dame größtenwahnsinnig geworden. Bis sie herausstellt, dass es doch wirklich gewesen ist. Also solche Dinge konnten damals also auch passieren. Das nächste bitte. Die Literatur zur damaligen Zeit, etwas über das ist die früheste Publikation, die kam dann Ende Mai in Deutschland heraus, ist im Original hinten in der Vitrine zu sehen. Dann die Zeitschrift für Vorwärtsstrebende, das ist eine SPD-Zeitung gewesen im naturwissenschaftlichen Bereich unter dem Titel Der Ansporn. Der Ozeanflug, die Lebenserinnerung von allen dreien, die Deutsche Union hat das herausgebracht. Das ist eigentlich von Knickerbocker. 80%, 20% haben die drei dann selbst noch dazu geschrieben. Da gibt es dieses schöne Buch, Wir von der Bremen. Dann hat ein Willi Meyer ein interessantes Buch von Wright bis Junkers herausgebracht. Die denkwürdige Flug der Bremen. Hünefeld, ein Leben der Tat, liegt hier vorn. Sie können auch gerne mal reinschauen.
allerdings hier ohne Umschlag. Dann, und dann sein Ostasienflug, ich habe es noch mit hineingenommen, ja, da war er bereits todkrank. Er hat diesen Flug trotzdem noch gemacht. Sein Leben sollte wirklich sein, immer eigentlich den Pionierflügen gewidmet. Das nächste bitte. Ja, und aufgrund dieser, ich sag mal wirklich, epochalen Leistung dieser drei Leute, auch das, ich sag mal, dieses Meilensteins zur Technik, hat die internationale Presse, hat Deutschland, Dessau, dieser Stadt Dessau, den Ehrennamen gegeben, Dessau, Stadt der Flieger oder auch Junkerstadt. Weltrekordmäßig waren die meisten Rekorde damals hier in Dessau, flugtechnischer Art. Die meisten Patente jener Zeit, allein, ich sagte ja bei meinem letzten Vortrag mal, 415 Patente laufen auf den Namen Hugo Junkers. Rechnet man noch die Mitarbeiter dazu, kommt eine ganz astronomische Zahl fast daraus, von fast 600 Patenten. Wenn man das prozentual mal aufteilt, ist wirklich Dessau damals führend gewesen. Sind hier und der Ehrennamen statt der Flieger eigentlich zu Recht. Das nächste bitte. Ja, und dann entstand natürlich auch ein Gemälde, was ein Wandbild, was am Hauptbahnhof war. Das Wandbild befand sich an der Stelle, wo heute die MDR-Werbung dran ist, wenn Sie durch die Hauptbahnhof, durch die Halle gehen. Viele können sich noch an die 50er oder zu DDR-Zeiten an die Wandgestaltung erinnern. Da war dann von den Kote, diesen Kosmiger Maler, dieser mit der roten Fahne, dieser Banner gewesen. Dort befand sich zwischen 1928 und 40 dieses Bild. Das heißt, etwas jetzt hell, hier unten ist die Sonne dargestellt. Die gesamte Atmosphäre um das Universum dann, der fliegende Icarus und die W33. Und nur unten drunter war das Schild Dessau, Stadt der Flieger. Und das Bild hing bis 1940. 1940 begann ja der Krieg dann gegen Frankreich, also der Westfront. Und die Saar war teilweise evakuiert. Und die Leute kamen auch teilweise nach Dessau. Und als sie wieder, Hamm an der Saar stand dann in Dessau am Hauptbahnhof dran, als sie dann wieder zurückgingen nach dem sogenannten Westfeldzug. Und dann war die Werbung dran, Psst, Feind hört mit. Und das war dann bis 1945. Es gab Bestrebungen von Herrn Hartmann, das heißt von Heinrich Hartmann, den Motorenbauer, Diplom-Ingenieur aus Heidelberg, dass nach der Wende doch man wieder dieses Bild aufhängen sollte. Das Bild ist noch vorhanden, das heißt die Vorlage dazu, die Originalvorlage von Max Lösel, die ist also noch da. Würde ich auch jederzeit gerne zur Verfügung stellen, wenn also Interesse besteht, dass etwas ist. Um gleich damit zu sagen, ich zeige es dann noch, jede Stadt, die etwas mit diesen Ozeanen zu Flug hat, hat das dokumentiert. Nur wir in Dessau nicht. Das nächste bitte. Denn als dann im Juli, als die Ozeanflieger nach Dessau kamen, bekam Hugo Junkers seine Ehrenbürgerurkunde, die das Brauhaus gestaltet hatte. Übrigens auch die Ehrengabe von Just Schmidt, auch ein Bäusler, der diese Medaille gestaltet hat. Sie können hier eine Medaille hinten übrigens in der Vitrine oben links sehen, da ist sie ausgestellt. Die Urkunde dazu, und Professor Junkers wurde gefragt vom Chefredakteur des Anhalter Anzeigers. Er wäre ja nur dreimal Ehrenbürger. Aachen, seine Geburtsstadt, Reit, heute München-Gladbach und Dessau. Ja, und welche Stadt bevorzuge er denn? Ja, was sagt man denn dazu, nicht? Mit einem salomonischen Lächeln hat dann Junkers gesagt, ja, Reit ist meine Geburtsstadt. Da habe ich nichts dafür getan. Aachen, die Stadt meiner Erfahrungen durch Studium und meiner Lehrtätigkeit. Aber Dessau ist die Stadt meines Lebens. Und jetzt kommt das Wichtigste. Hier habe ich Arbeit und die Liebe meines Lebens gefunden. Damit meint er natürlich seine Familie und in erster Linie seine Frau Therese. Das nächste bitte. Ja, und am 29. Juli dann der große Empfang in Dessau, die Ozeanflieger der Junkerstadt. Und wenn man dann unten links die Menschenmenge sieht, Tausende, die am Rathausplatz standen, Tausende Dessauer,
Die Maschine war so circa Mittag, 13 Uhr noch was, war es gelandet. Herr Junkers, hier mit Zylinder mal zu sehen, empfängt die Ozeanflieger, hält eine Ansprache. Die gesamte Stadtprominenz ist da. Schöne Eintracht, könnte man denken. Weit verfehlt. Man hat sich gestritten. Man hat sich gestritten, dieser typische Parteinekak, den es ja also historisch gesehen wahrscheinlich immer gegeben hat und immer geben wird, gab es also damals auch schon. Es war, muss ich sagen, wirklich Junkers der große Schlichter gewesen, der dann, ich sag mal, die Liberalen mit den Rechten und den Linken dann wieder versucht hat, unter einen Scheffel zu bringen. Das nächste bitte. Das ist ein Auszug seiner Ansprache, die er gehalten hat. Wer Interesse hat, kann ich gern mal kopieren. Das war dann im Flugplatz im kleinen Rahmen gewesen. Da ist übrigens in der Mitte dann der Oberbürgermeister Fritz Hesse zu sehen, der die gleiche Partei wie Junkers hatte, also Mitglied der DDP. Heute wäre es die FDP, Deutsche Demokratische Partei hieß das damals. Das nächste bitte. Ja, und im Spiegel der Presse, um mal zu zeigen, wie es war. Und da hat die Berliner Illustrierte zwei sehr schöne Zeichnungen von Köhl und von Hünefeld. Fitzmaurice ist als Foto vertreten. Und dann das Klassische, dass dann der Köhl, wenn mal Pause war, zu den Baron von Hünefeld sagte, er sollte sich doch in der Hängematte legen, damit immer zu wenig oder weniger Turbulenzen in der Maschine sind. Und das hat er dann auch gemacht. Das ist dann nachträglich gezeichnet worden von einem amerikanischen Maler, fand ich ganz toll, Hertha Junkers zu sehen. Und dann gibt es natürlich von Ernst Ude diese schöne Bilder aus dem Jahre 27, Herr von Hünefeld, dann wie er in Pose dasteht. Und hier unten links der berühmte Streit zwischen Reichsbanner und Stahlhelm. Dann hätten wir also mal Rot und Schwarz vereint. Das hatte was zu tun, dass das Weser-Ems-Stadion, also in Nordrhein-Westfalen ist das Stadion, eine gemeinsame Veranstaltung war. Keiner dieser beiden Parteien hätte alleine das finanzieren können. Und da hat sich mal rechts mit links zusammengetan und hat dann gemeinsam die Ozeanflieger empfangen. Und das hat's natürlich, ist das politisch ausgeschlachtet worden. Dass man Köhl zur Kündigung oder genötigt hat, der Lufthansa, ist hier mal klassifiziert. Und ich habe ganz bewusst im Ostasienflug, ist dann mal dargestellt, eine chinesische Zeitung, wie der Herr von Hünefeld dann eben entsprechend den deutschen Bürokratismus besiegt, indem er ganz einfach über sie drüber wegfegt. Das nächste bitte. Ja, und dann der Empfang, der Besuch beim Ex-Kaiser in seinem Exil in Dorn in Holland. Da ist viel geschrieben und interpretiert worden, auch heute noch. Und man sollte wirklich nur mal Hünefeld, die Memoiren von Fitzmaurice, leider gibt es keine deutsche Übersetzung davon, Sie müssen es schon im Original lesen, und dann das von Hünefeld einmal lesen. Und alle drei haben übereinander geschrieben, sie sind beim Ex-Kaiser gewesen, damit es eine Aussöhnung gibt der ehemaligen Kriegsgegner untereinander. Und er hat sie dann auch entsprechend gesegnet. Das war eigentlich das Anliegen gewesen, dass die ehemaligen Kriegsparteien sich aussegnen. Und das ist natürlich nationalistisch verkauft worden. Einmal oben so ein Wahlplakat der Deutschnationalen. Und das nächste bitte. Und natürlich dann auch einen entsprechenden Propagandafilm. Dieses große Plakat habe ich vor 20 Jahren dem Verein mal verehrt. Müsste irgendwo noch da sein. Wollte ich nur noch mal zeigen. Und wie gesagt, das gesamte Filmmaterial dazu hat der Neffe von Hünefeld zusammengetragen. Wir haben das mal in einer, ich sag mal, wagemutigen Aktion dann digitalisiert und entsprechend, wie gesagt, wenn Interesse ist, könnte man das auch mal zeigen. Wäre wirklich, ist aber fast ein abendfüllendes Programm. Das nächste bitte. Interessant ist natürlich auch die Reklame dazu, um mal das Image für das friedliche Deutschland, was dabei angestrebt wurde, zu zeigen. Einmal in der Erdal-Werbung, also in Schuhcreme, wie hierzu darzustellen ist. Das ist übrigens ein Zigarettenbild. Und auch in einem Spiel, das ist eine Art Halma-Spiel. Das ist mal versteigert worden bei Baris Ferraris für 180 Euro. Ich weiß nicht, was es früher gekostet hat. Ich wollte nur sagen, also so hoch wird so etwas gehandelt. Es ist so fast wie so, Mensch, ärgere dich nicht. Ich fand das ganz lustig. Ich habe es mir auch mal angeschaut. So, das nächste bitte. Ja, und was ist mit der Bremen geschehen? Die Maschine war beschädigt. Ist mit einem Schiff dann über New York, über
Bremerhaven nach Deutschland zu den Junkerswerken wieder transportiert worden, wurde Dessau restauriert, wurde auf dem großen Markt in Dessau gezeigt, hier zu sehen, unser Denkmal vom alten Dessauer, ging dann zur ILA nach Berlin, war auf der Luftfahrtschau in Dresden zu sehen und als besonderes Highlight in Paris zur großen Luftfahrtausstellung und ging dann per Schiff wieder nach New York, war dann in New York jahrelang in einem großen Bahnhof zu sehen. In New York, ging dann in ein kleineres Museum in New York, bevor es dann 1938 Henry Ford dann entsprechend für sein Museum erworben hat. Das Deutsche Museum, es wurde dem Deutschen Museum angeboten. Hünefeld hatte die Maschine ja gekauft, sagte ja, hat beide Maschinen gekauft. Das Deutsche Museum hat abgelehnt. Der Herr Miller hatte leider zu dem Zeitpunkt nicht mehr das Sagen im Deutschen Museum, sondern mit der Begründung, nur epochale Dinge wären im Deutschen Museum aufgenommen. Dazu zählte wahrscheinlich nicht der Bremenflug. Und so gesehen hat dann Herr von Hünefeld es dem amerikanischen Volk geschenkt, die es aufgenommen haben. Gerne, das nächste bitte. So, und was ist nun eigentlich geblieben? Da ist übrigens der Beleg vom 13. Mai 1928 hier oben zu sehen, vor der Rückseite. Da geht es an die Mitteldeutsche Zeitung nach Erfurt. Da habe ich gesagt, da muss man einfach zuschlagen. Ja, und die Erinnerungsmedaillen, die es in Gold und Silber in allen Varianten gibt. Übrigens hat der Förderverein initiiert vom Verlag damals meiner Frau eine Medaille herausgegeben. Die wurde übrigens vor 20 Jahren mit großem Erfolg in Bremen verkauft, in Gold und auch in Silber. Es gibt eine entsprechende Erstas-Briefumschläge, Briefmarken. Ich habe nur mal eine irische und eine bundesdeutsche herausgenommen. Es gibt also eine Reihe, sogar die Ungarn. Vietnam hat sogar eine Marke dazu herausgegeben. Das nächste bitte. Um zu sagen, wo ist denn noch etwas von diesem Flug übrig geblieben? Das heißt, von diesem ersten europäischen Atlantik-Nonstop-Flug erinnert ein Gedenkstein in Baldonnel in Irland daran. Und ja, vor 10 Jahren ist dann auch das Modell dort abgestellt worden. Das ist übrigens das Modell, was Herr Fatz, der antiquarische Händler in Kleinkühne heute ja noch hat und ein entsprechendes Gebinde. Das nächste bitte. Um diesen Völkerverständigungsgedanken zu fördern, entstand natürlich dann auch in Greenlee Island entsprechend ein Gedenkstein und eine Friedensglocke. Als 1992 der Verein gegründet wurde, wir holen die Bremen nach Bremen, hat der Volker Schmidt, der Juwelier, den ich auf der ILA kennengelernt hatte und wir waren ja auch freundschaftlich verbunden bis zu seinem Tod, dann eine ehemalige aus Kriegsschrott geformte Glocke aus Bremen, ungefähr in dieser Größe, platt vergoldet und hat sie dort den Kanadiern geschenkt. Das ist ganz groß angekommen, was Sie dazu sagen. Das nächste bitte. Ja, dann war es Henry Ford Museum in Dearborn, wo entsprechend die Bremen ausgestellt war mit einem provisorischen Fahrgestell und wo das ein absolutes Highlight war für die Besucher. Das nächste bitte. In Bremen erinnert die Gedenktafel daran und zum 100. Geburtstag, deshalb war das 1992 gewesen, ist ja in Spandau eine Tafel am Haus von Baron von Hünefeld entfernt worden und in Bremen, er war ja der PR-Chef vom Norddeutschen Lloyd gewesen, entsprechend auch am Rathaus und im großen Ratssaal hängt von Alex Kircher dieses wunderbare Gemälde im Ratssaal. Wir haben in Dessau übrigens auch ein sehr schönes Gemälde noch hängen, was wir seit 25 Jahren etwas wieder verdeckt haben. Das mal so ganz nebenbei, das nächste bitte. Und angeregt hat dann übrigens der irische Botschafter noch etwas, kommen noch kurz zu sprechen, die, als dann die Bremen nach Bremen wieder kamen, eine Untersuchung, wo übrigens auch eine Reihe von Dessauer beteiligt waren. Auch ich wurde gefragt, ob ich Material zur Verfügung stelle aus der Sammlung über die Bremen, über die W33. Das habe ich natürlich auch sehr verständlich gemacht. Und ganz interessant ist hier zu sehen, als die Bremen kamen, hier war noch die Originalkraftstoffverteilung vom Ozeanflug drunter
einfach unten ungeschützt am Rumpf des Flugzeuges. Die hat also während des Fluges auch beschädigt werden können. Um mal zu sagen, also wie, ich sag mal, pioniergeistmäßig man das war. Oben ist übrigens die Originalzeichnung zu sehen. Die befindet sich im Hermann-Köhl-Museum in Pfaffenhofen. Da ist also genau aufgestrippt auch die Belastung. Da ist ein S angegeben für Schmidt, das war der Mechaniker, der ursprünglich mitfliegen sollte. Er hat allerdings abgelehnt, deshalb ist Fitschbauris mitgeflogen. Das nächste bitte, ich bin gleich fertig. Das ist das Fahrgestell, was komplett neu empfunden werden musste und gebaut wurde. Ja, der uns bekannte Herr Klaasen aus Hamburg, der ja auch in Dessau sehr engagiert ist, war da maßgeblich beteiligt als fleißiger Aufbauhelfer. Es waren ja auch eine Reihe von Dessauer beteiligt. Das nächste bitte. Und wir hatten in Dessau auch entsprechende Aktivitäten. Es ist einmal der Neffe, der Horst Freier von Hünefeld aus Frankfurt an der Oder damals, jetzt ja in Potsdam noch lebend, der uns da immer unterstützt hat und der sehr fleißig die gesamten Archivalien, insbesondere wie gesagt das Filmmaterial zusammengetragen hat. Ja, das war der Briefumschlag, den ich als Museum für Stadtgeschichte, ich war ja damals der berufene Direktor dieses Museums, herausgegeben hatte. Und das ist dann die Karte, wir müssen echt gelaufen, die ging nach New York und wieder retour, gestempelt, dann, damit das auch wieder ein echter Beleg ist, genau zum Zeitpunkt des Ozeanfluges, 60 Jahre. Und das war dann der Umschlag. Wir hatten damals auch eine Briefmarkenausstellung in Dessau dazu, den Philatelisten nochmal sei Dank. Das Material, was damals komplett zusammengetragen wurde, ist alles, ich sag mal, 1:1 kopiert worden, liegt im erstklassigen, ich sag mal, Zustand vor. Wenn Interesse besteht, der Förderverein könnte hier mal eine wunderbare Präsentation machen zum Ozeanflug in irgendeiner Form als Sonderausstellung. Ich glaube, da werden noch etliche Gäste kommen. Ja, das nächste bitte. Ja, und das sind die Aktivitäten seit 1990, 70 Jahre Ozeanflug. Das hatten wir hinten in so einem kleinen Raum vor 70 Jahren. Die Ausstellung hatte ich gesucht, ist nicht mehr vorhanden, wurde mir gesagt. Eigentlich bedauerlich. Wir hatten damals eine sehr umfangreiche, hochinteressante Ausstellung. Ich hatte eigentlich angenommen, dass das aufgehoben wird. Dann hatte ich dann 2003 nochmal den Vortrag an der Hochschule Anhalt. 1998, passend zu der Festveranstaltung damals, 70 Jahre Ozeanflug, die Prägung. Sie können die Silbermedaille im Original hinten übrigens nochmal sehen. Wir hatten sie damals zu einem Preis vertrieben. Kann man gar nicht sagen, nicht? 29,80 D-Mark, unvorstellbar heute, nicht? Bei den Preisentwicklungen. Ja, und das ist der Höhepunkt gewesen, 2008, die Festveranstaltung zum 80. Jahrestag. Ja, und da hatten wir, Sie können es ja hier noch sehen, den Handelsattaché, das heißt von der amerikanischen Botschaft, der in Leipzig seinen Sitz hat, hier zugegen. Der irische Botschafter war aus Berlin angereist und der irische Botschafter hat den Vorschlag gemacht, wir sollten doch an der alten Stadtlandebahn in Gedenkstein oder in Dessau etwas machen. Herr Kuras kam dann auf die Idee, ein Junkersdenkmal für Dessau, was sehr euphorisch mal klang. Leider ist das bis heute zerredet worden. Und wir müssten wieder daran anknüpfen, deshalb sage ich das den Dessauern, wir müssten wirklich bewusst da herangehen. Auch die Frage, ob wir den 90. Jahrestag in Form einer Festveranstaltung begehen oder nicht, nochmal Dank an den Themenkreis, besonders an den Vorsitzenden und den Machern, die sich da sehr stark engagiert haben. Denn ich habe nicht ohne Recht gesagt, es ist der 90., den 100., ob wir den erleben, wissen wir nicht. Aber wir Dessauer müssen etwas machen. Es ist nicht nur Bremen, es ist auch Dessau. Und das ist eigentlich etwas, was wir noch mehr herausstellen sollten. Und Junkers ist Ehrenbürger dieser Stadt. Das nächste bitte. Ja, und die Dessauer, die da damals in Bremen waren, hatten natürlich dann den Trompeter mitgenommen, damit der Dessauer Marsch anlässlich des Rollerhot dort war. Es waren noch Leute zugegen, die leider nicht mehr unter uns weilen, wie Fritz Müller, der den Ozeanflug damals mit vorbereitet hatte. Hier ist übrigens Herr Klaasen zu sehen und der damalige Geschäftsführer Herr Beek. Das nächste bitte. Und dann war das Rollerhot gewesen. Ich habe das gleiche Jackett an, was ich damals getragen habe. Ich bin hier zu sehen im Gespräch mit dem Chef des Luftfahrtpresseclubs, dem Peter Plettschacher.
der übrigens etwas gemeinsam, wir haben, der Herr von Hünefeld, der Herr Pletschacher und ich, wir haben etwas gemeinsam, wir haben beide am gleichen Tag, am 1. Mai Geburtstag, und gesagt, das ist also wert, dann noch etwas mal über den Herrn Hünefeld zu machen. Ich muss sagen, es war ein erhebender Einblick, als die Maschine herausgerollt wurde. Und ja, viele von den alten Herren hatten wirklich Tränen in den Augen. Das nächste bitte. Der nächste Höhepunkt war natürlich dann am 19. Juni. Das war der Tag, als die drei Ozeanflieger in Bremen damals ankamen, 1928. Auch das bewusste Jubiläum gewählt. Tausende Bremer für drei Tage auf dem Marktplatz. Die Bremen Hochglanz poliert, meisterlich restauriert. Das war damals der absolute Highlight gewesen. Wir hatten einen Stand dort als Förderverein. Es wurde so viel verkauft, dass die zweimal nach Dessau fahren mussten, um Nachschub zu holen, um da wieder Ware anzubieten. Das hätte man natürlich diesmal auch machen können. So, das nächste bitte. Ja, und dann der denkwürdige Tag, drei Tage später, als mittels eines Autoskrans die W33 zum Flugplatz schwebte. Das nächste bitte. Um dann einen Treff zu machen, ein Treff zweier Schwestern, die W33 mit der, ja, das ist wirklich die Tante Ju und die kleine Nichte, die dann zu Besuch kommt, eigentlich umgekehrt müsste es sein, am 21. Juni 98. Das nächste bitte. So präsentiert sich die W33 Bremen heute oben im großen, in der großen Halle. Die ja für, ja, das hat sich die Stadt Bremen etwas kosten lassen, muss ich an dieser Stelle mal sagen. So wunderbar hochglanzpoliert ist sie nicht mehr. Die natürliche Aluminiumpatina ist wieder da, etwas matter, aber dafür, ich sag mir, wirklich sehr würdevoll. Das nächste bitte. Um damit zu sagen, Köhl ist am 13., also heute, vor also genau 90 Jahren mit den anderen beiden dort gelandet. Er hatte zwei Tage später seinen 40. Geburtstag und ist ja leider nur 60 Jahre alt geworden. Nachdem ihn die Lufthansa rausgeschmissen hatte, hat er sich dann den schwanzlosen Flug gewidmet. Also den Nurflügelflugzeug, eine Vision von Professor Junkers. Und er hatte dann mit verschiedenen, ich sag mal, Flugzeugkonstrukteuren zusammengearbeitet, um dann so etwas auch zu bauen. Das ist das Versuchsflugzeug unten in Tempelhof. Dann, als die Maschine hier in Dessau war, 1931, und dann ebenfalls in Tempelhof mehrere Flugversuche. Die beiden Aufnahmen sind aus dem Buch Kleine Bremsklötze weg herausgenommen. Und das nächste bitte. Eine Idee, die Junkers dann die Vision, die er weiterverfolgt hat bis in die heutige Zeit, um zu zeigen, das ist die geflogene Vision der Junkers G38 aus dem Jahre 1929, die Vision der Junkers Konstrukteure aus dem Jahre 1938, das, was Köhl im Kleinen hatte, groß zu machen, und dann das Flugzeug der Zukunft, wie es die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg in Verbindung mit der TU München machte. Muss an dieser Stelle sagen, mein jüngster Sohn, der ja nach uns studiert hat, hat an dieser Vision mitgewirkt. Und man muss sagen, es ist eine Freude zu sehen, was daraus geworden ist. Die Vision von Junkers heute umgesetzt. Meine Damen und Herren, damit ich fertig am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Herrn Erfurt. Und so wie wir gesagt haben, jetzt kurz ein Bericht, ganz kurz nur von unserem Vereinsmitglied Ewald Kori. Ich möchte es aber auch nicht versäumen, noch vorzustellen und zu danken, dass wir heute den offenen Kanal hier bei uns zu Gast haben. Sie können natürlich, Sie sehen ja, wird alles aufgezeichnet, die heutige Veranstaltung auch dann im offenen Kanal zu entsprechender Zeit mehrfach sich nochmal anhören, ansehen. Jetzt Ewald Kori, er war in Bremen zu der Veranstaltung gestern. Ewald. Deine Bilder ein? Ja, ich kann so ein. Also erstmal soll ich von den Kollegen von dem Verein Wir holen die Bremen nach Bremen ganz herzliche Grüße nach Dessau senden. Die sind also sehr mit uns verbunden. Wir machen sehr viel mit den Leuten zusammen.
Und es hatte einen Grund, weshalb wir dort in Bremen waren. Im Dezember 2016 haben wir vereinbart, mit den Bremern zusammen Simulatoren zu bauen. Und zwar mit dem Endziel, den Flug dieser Bremen in einem Simulator nachzuempfinden. Wir haben also zum Jubiläum, gestern den ersten Simulator in Bremen in Betrieb genommen. Wir werden gleich ein paar Bilder davon sehen. Und das hat alles wunderbar geklappt. Jetzt zu den Bildern hier, es sind nur wenige. Für Herrn Erfurt, die W33 glänzt genauso noch wie am ersten Tag. Die ist also nicht vergammelt. Dann hat sich der Bremer Verein zum Ziel gesetzt, zum 90. Jahrestag die Büsten der drei Ozeanflieger auszustellen. Und das haben die tatsächlich geschafft, obwohl es nur noch eine offiziell gab, haben die alle Büsten wieder gefunden. In der ganzen Welt waren die unterwegs und es war wirklich ein Highlight. Das ist jetzt ein Bild schon vom Ende der Veranstaltung. Hier war also dann schon Schluss nach Buffet, kurz bevor wir wieder abgehauen sind. Hier nochmal die jetzige Ausrüstung der Bremenhalle. Das ist also die Bremen und dort im Hintergrund sehen Sie den Simulator rechts hinten stehen. Es ist also eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein, wir holen die Bremen nach Bremen, uns und dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Rheinmetall hat die gesamte Elektronik, einschließlich der Beamer, dem Gehäuse, geliefert und auch die Programmierung dazu gemacht. Wir haben also dort neue Partner gefunden, die in einem unwahrscheinlichen Einsatz in wenigen Tagen den von uns dort gelieferten Simulator elektronisch so auszubauen, dass der also gestern Abend in Betrieb genommen werden konnte. So, hier sehen wir das mal aus der Nähe mit unseren Kollegen hier, die da rumstehen, werden Sie fast alle kennen. Ein Teil davon ist auch heute hier. Und so sieht das ganze Gebilde aus. Der Simulator selbst ist also eine Nachbildung des W33 Cockpits, alles in Originalgröße. Der Bildschirm hinten, die Leinwand, ist also eine 180-Grad-Leinwand, hat einen Durchmesser von 4,50 Meter und ist 2,50 Meter hoch. Dasselbe bekommen wir hierher. Wir haben also alles zweimal gebaut und wir werden, ich denke, Mitte des Jahres dasselbe hier auch stehen haben. Wobei wir allerdings eins machen, wir bilden nicht die W33 nach, wir bilden die F13 nach. So, das ist mal die Innenansicht. Also entspricht natürlich nicht der W33, die nach Amerika geflogen ist, sondern eher der Zivilversion, denn die W33 war ja im Prinzip nicht mehr als eine aufgebohrte F13 und war deshalb von der Innenausrüstung auch noch ähnlich wie diese Maschine. Das alles haben wir also in der vergangenen Zeit hier von Hand gebaut, wie das bei uns so üblich ist. Hier sehen Sie jetzt mal die elektronische Ausrüstung der Maschine. Das links unten ist also ein riesiger Lautsprecher, der die Fluggeräusche nachahmt und der macht das so gut, Sie denken wirklich, Sie sitzen im Flugzeug, wenn Sie da drinnen sind. Rechts unten ist der Computer, der das alles steuert, ist also ein absoluter Höchstleistungscomputer, habe ich auch noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das Ding hat einen wassergekühlten Hauptprozessor drinnen. So, das ist jetzt mal ein Bild, wie das dann aussieht, wenn die Leute drinnen sitzen. Rechts der Herr Fucke und links der Student, der das alles managt, der also dort die Software aufbereitet und das Ding auch in Betrieb genommen hat. Der kommt dann auch hierher und macht das bei uns. Hier jetzt mal noch ein Beipack dazu. Gestern war auch das erste Mal die F13, die in der Schweiz fliegt. Dort in Bremen angekommen, das ist so ein Bild jetzt, wo die da in Bremen am Flugplatz rumrollt. Machen wir weiter. Nicht so sieht die also aus. Ich habe dem Herrn Moschek gesagt, das ist schön, dass sie eine fliegende haben, aber unsere sieht besser aus. Das ist jetzt noch ein Probeflug mit dem Simulator. Rechts ist der Simulator und hier wird er noch eingestimmt. Der ist also hier noch in der Programmierungsphase. Hier sieht man das jetzt, wie sich das alles so darstellt. Also wenn man in dem Ding drinnen sitzt, die Ähnlichkeit zum tatsächlichen Flug ist faszinierend. Also
das ist, wer da einen schlechten oder einen kranken Wagen hat, dem wird schlecht da drin. Nicht, wir haben also auch die Schalter nachgebaut. Das ist also der Benzin-Hauptschalter, mit dem schalten sie auch den Motor ein und aus. Das haben die also alles so programmiert. Das ist eine wunderbare Sache. Auch die Gesamtausrüstung an Elektronik entspricht also wirklich allen Möglichkeiten, die man mit dem originalen Flugzeug auch hat. Das ist jetzt eine Platzrunde über Bremen, wird da geflogen. Das geht gleich weiter, das bleibt nicht so langweilig. So, hier sehen Sie jetzt mal den Piloten und den Co-Piloten. Links, das ist also der Trüppel, der Student, der diese Programmierung davon macht. Und rechts der Herr Fucke, der ja als Pilot dort auch mal fliegen lernen kann. Nicht, wir haben also alle Teile dort drinnen, den originalen nachempfunden, so, der Gashebel, das ist also alles im Original und funktioniert alles über Sensortechnik dann in den Rechner rein. Nach links immer ausgeholt, nach rechts rum machen wir den das Originalbild aus im Simulator, wenn er dann richtig funktioniert. Der einprogrammierte Ton stammt also wirklich von einem L5-Motor und ist also kein Standard-Motor, der dort rumbrummt. Das ist jetzt der Flugplatz in Bremen und hat man gesehen, das Airbus-Gelände. Ja, das war's. Danke.